Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, wir sind nochmal in der Bibliothek und werden noch hier ein paar Lichter anbauen über den Tischen. Und dann geht's nach oben, beziehungsweise erstmal zum Lager, wo wir uns 19 Gegenstände aussuchen werden, die wir dann da oben in die Rahmen setzen. So, also jetzt aber erstmal hier ein Licht. Genau, da wollte ich ja da was hinsetzen. Was haben wir denn damit? Erstmal gar nichts davon. Wir können mal wieder dahin. Dann schaue ich mal nach draußen. Ich wage mich hinaus ins Dunkel. Sieht aber gerade recht gut aus. Da haben wir nichts. Boah, von wegen, sieht ganz gut aus. Okay, ging aber recht gut. Diese hier wollte ich da hinsetzen. Warum werden die gelb angezeigt auf der Minikarte und nicht rot? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Das war irgendwie komisch. Wie sieht es denn hier aus? Ja, da ist eine dunkle Ecke. Aber gut, es ist auch Nacht draußen. Nee, Moment. Falsche Perspektive. Ja, genau, die will ich haben. So, hier haben wir Tische. Oder vielmehr einen Tisch, aber da soll was hin. Hier eine Lampe. Ja, genau so. Und dann haben wir hier noch was. Das Bett kann ich auch wegmachen. Ansonsten... Nö, machen wir hier nichts mehr hin. Das lassen wir einfach so. Da haben wir die Lampe hin. Ich könnte aber auch hier noch eine Lampe machen. Oder? Also nötig ist es eigentlich nicht. So, und hier noch. Also über die Tür. Ach nö, eigentlich passt das doch hier so. Wie wäre es, wenn wir hier noch einen Teppich hinlegen? Nur hier bis zu dem Teppich hier, von der Tür bis hierhin. Ich glaube, die Idee gefällt mir, aber ich würde dann auch den in Lila... Na, da würde ich gerne eine andere Farbe nehmen. Ich kann auf jeden Fall mal was essen. Aber was für eine Farbe? Blau oder sowas? Ja, doch, blau. Ist nur die Frage, was ich jetzt an Teppichen da habe. Magenta. Nee, Magenta will ich ja dann nicht nehmen. Mal schauen, ob hier noch was ist. Ansonsten müssen wir ins Lager. So, hier ist kein Teppich. Da auch nicht. Da auch nicht. Und hier sehe ich Farbstoffe, aber keine. Hier, da sind mehrere Farbstoffe, aber keinen Teppich. Na gut, dann gehen wir mal ins Lager. Und dann schaue ich mal, ob da blauer Farbstoff, nicht blauer Teppich da ist. Ah, nee, ist doch. Doch, der müsste hier sein. Ja, Dekomaterial. Okay, haben wir also nicht. Grün will ich aber auch nicht. Nee, blau. In dem Fall würde ich sogar ein dunkelblau nehmen. Oben haben wir ja schon hellblau. Ja, doch, dunkelblau. Dann schaue ich mal, ob wir dunkelblaue Wolle haben. Wolle haben wir ja dann hier. So, hier haben wir was. Ich brauchte ja nicht viele, 10 Stück oder so. War das so? Nee. Gut, soll genügen. Dann machen wir da eben noch den Teppich hin und dann werde ich erstmal das Inventar ausleeren. Ja, genau, das ist sinnvoll. So, also hier. Nee, Moment, sowas. Ja, doch, das sieht gut aus. Dass hier noch ein bisschen Teppich ist. Und dann, wenn wir auch da was hinmachen.
Nee, ich würde sagen, nee, das machen wir nicht. So. Aber eventuell dort hier noch. Nee, da machen wir auch keinen hin. Das lassen wir so. Okay, gut. Jetzt würde ich mich gerne mal ins Bett legen. Naja, ich habe ja eins hier. So. Auf das wieder Tag wird, dann räume ich ein bisschen Inventar aus. So, hier ist, und da ist eins. Okay, gut. Diese Kisten müssen dann aber auch weg. Hier. Was mache ich denn da? Ja, die müssen hier weg. Aber nicht jetzt. Ich schmeiße jetzt einfach mal alles rein, was so da ist. So. Das Bett kann... Nee, das... Achso, der ist sowieso wieder voll. Dann stelle ich noch mehr Kisten auf. Damit ich jetzt erstmal das Zeug loswerde. Ja, das Bett kann auch da rein. Ja, okay. So weit, so gut. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um diese 19 Gegenstände. Nö, da ist alles in Ordnung. Sah gerade ein bisschen komisch aus. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass hier der Garten gestaltet wird. Und da werde ich vorher aber noch die Kisten wegräumen. Aber nur zur Seite. Nicht gleich alles ganz aufräumen. Ansonsten, ja, doch, passt hier alles, ja. Ja, okay, gut. Dann ab zum Lager. So, wir brauchen jetzt 19 Gegenstände. Schauen wir mal hier bei den Metallerzeugnissen. So eine Eisenbahnschiene, das ist doch ein markanter Gegenstand. So ein Kessel, ja, der bietet sich auch an. Was ist das hier? Hebel. Die gehören eigentlich gar nicht dahin, sondern dorthin. Aber hier, so eine Uhr als Gegenstand passt auch. Na, ich weiß, das will ich, glaube ich, nicht nehmen. Was haben wir denn hier? Sowas hier, das könnte man auch nehmen, ja. Ein Sattel machen wir auch. Den Rest hier erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Ja, so eine Flasche. Ich nehme auch mal eine leere Flasche. Oder so eine Schale, das geht auch, ja. Und sowas da wollte ich auch gerne. Oh ja, einen Apfel. Aber ich will nicht den goldenen Apfel nehmen, sondern einen ganz normalen Apfel. Das bietet sich natürlich auch an. Einen Pilz, genau. Dann nehmen wir... Haben wir rote Pilze? Nee, na gut, dann nehmen wir den. So ein Ei geht natürlich auch. Ein Ei. Dann... Ach doch, da sind rote Pilze. Dann nehme ich den roten. Ich will aber nur einen Pilz nehmen. So, dann... So eine Weizenähre könnten wir auch nehmen. Aber nur eine. So, ich ordne das mal. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wir brauchen 19, also brauchen wir noch 7. Ja, wir könnten einen Setzling... Ich nehme Birke. Einen Birkensetzling. Einen Akazien-Setzling können wir auch nehmen. So, was haben wir hier? Ein Kleeblatt, so ein Dingsbumsblatt hier, ja. Das ist auch gut. Wie wär's mit einem Farn? Farn geht auch. Da sind auch Farn, ne? Okay. Was ist das denn hier? Okay, lass ich da. Oh ja, und dann könnten wir noch Blumen nehmen. Drei Blumen noch. Die hier ist markant. Diese hier. Oder finden wir doch noch was anderes.
Mal schauen, was könnten wir denn noch nehmen? Oh ja, ein... Oh ja, genau, ein Buch nehmen wir. So, damit sollten wir schöne Gegenstände haben. Dabei bleiben wir. Gut, dann zurück dahin, ja genau. Wir werden da ja noch öfter hin müssen, weil wir ja den ganzen Garten hier noch machen müssen. So, die können wir jetzt einfach der Reihe nach da hinsetzen. Ah, ich mache es mal so. Ein bisschen mischen. Dann machen wir... Moment, wo ist das hier? Pflanzenzeugsel. Machen wir mal hier was hin. Dann hier sowas. Ich verteile jetzt erstmal die Pflanzen. So, dann da vorne noch. Und da hinten, ja, dann hier. So, das Buch kann dann dahin. So, jetzt muss ich wieder zurück. Hier, die Eisenbahnschiene kommt dann dahin. So, was hatte ich jetzt noch? Das hier, den Schleim, die Schleimkugel hierhin. Moment, falsche Taste. Da ein Ei, da der Apfel und da hinten der Pilz. So, dann... Ah ne, ich habe noch zwei Sachen hier. Habe ich mich da verzählt? Ne, da fehlt noch was. Guck mal hier auf der linken Seite. Oh, da. Da sehe ich was. Okay, dann haben wir hier die Schale. Da hängt überall was. Auf der rechten Seite habe ich ja schon geguckt. Jetzt auf der linken Seite. Ja, da ist auch überall was dran. Okay, gut. Dann hängt da überall was. Die Türen lasse ich alle auf jetzt. Ja, dann sind wir da fertig. Das ging ja schneller als gedacht jetzt hier. So, dann haben wir auch alles. Ja, sehr schön. Dann kümmere ich mich jetzt mal um die Kisten, dass die wegkommen. Wir könnten ja einige Sachen... Hier zum Beispiel diese Erde. Könnten wir gleich mal wegbringen. Und das, dieses Steinzeug auch. Gleich mal, also ja, zumindest die Sachen, wo halt gerade viel ist. Da haben wir auch was. Das da, ansonsten will ich das eigentlich... Das hätte ich halt nach der Aufnahme machen müssen. Ja, aber das ging ja nicht nach der letzten Aufnahme. Da, wir brauchten das ja noch. Naja, oder? Eigentlich nicht. Naja, eigentlich nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall müssen die Kisten weg. Die Fackeln können auch weg. Die Werkbank ebenso. Die stellen wir aber wieder woanders hin. Die stelle ich mal da vorne hin. Und wir könnten eigentlich auch da bei der Brücke, hier ist die, hier mal die Werkbank, und dann könnten wir da mal Kisten hinstellen. Denn wir werden ja weiterhin Kisten hier brauchen, zumindest, ja, übergangsweise. Muss man schauen, da glaube ich waren die, ja, nicht gerade viel jetzt. War das, ja, gut, dann, aber die baue ich ja auch noch ab. Also kann ich erstmal da was hinstellen. Ich mache das einfach so. Ah ja, da kann ich ja noch einen hinstellen. Hatte ja drei. Gut, dann bringe ich jetzt mal die Erde weg. Also ab, auf geht's. Moment, welche Taste jetzt? Hier so. Ab ins Lager. Die Erde kann gleich nach unten. So, hier ist überall... Ah, da haben wir hier hinten noch erweitert. Da passt noch ein bisschen was hinein. Oh nee, komm, hoch da. Ist denn hier was drin? Ja, da ist ein bisschen was drin. Da kommt mal das rein. Ja, zurück. Hier Stein.
Ich hatte ja noch hier was. Da ist ja auch noch jede Menge. Na, dann bringe ich erstmal das Steinzeug weg. Ja, machen wir einfach der Reihe nach. So, Stein, Glattstein, Siegel. Kommen dahin. Nee. Jetzt ist die Kiste voll. Dann werde ich die Glattsteinziegel wieder rausnehmen und da unten reinstecken. So, und dann hatte ich ja noch hier... Ne, Moment, falsche Taste. Hier. Ja, da schmeiße ich jetzt alles mal hier. Achso, das muss ich erst hier reinmachen. So, was kommt denn da nach rechts? Das hier... Ja, der Rest, da kann ich ja einiges schon hier einräumen. Ja, das kann da auch mit hinein. Das da. Die Wolle. Schmeißen wir schnell dahin. Oder ist das Wolle hier? Ah, das ist ein Quarzblock. Der kommt aber dorthin. Und das Holz kommt jetzt einfach mal erst dahin. So, dann auch wieder. Oh, erst mal was essen und dann wieder zurück. Und da holen wir die nächsten Sachen.